Ich glaube, sie kriegt das hin und kommt dann wieder, sobald die neue Anlage da ist. Ja, auch ich vielen Dank für wahnsinnig schöne musikalische Einführung. Nur dieses I'm just a little girl, das trifft nicht ganz zu, aber wichtig ist der Auftrag, Justin Blow, enjoy the show. Das solltest du heute wirklich tun, denn es ist deine Show. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Morgen. Ich freue mich, Sie an diesem Sonntag begrüßen zu dürfen zu der Ausstellung Bundle. Natürlich freut es mich, als selber aktiver Künstler auch immer Künstler vorstellen zu dürfen. Kunst in der heutigen Zeit hat es schwer. Kunst hatte es immer schwer. Darstellende Künstler werden heute immer noch als fahrendes Volk beschrieben und Maler gerne mit Anstreichern verwechselt. Solchen Schubladen können Künstler nur entgehen, wenn sie Themen suchen und verarbeiten, die uns, den Betrachter, interessieren und faszinieren. Iris Weißschuh findet diese Themen und konfrontiert uns, die Betrachter, mit ihren Inhalten. Mächtige Kräfte erschüttern und gestalten sie um unsere Welt. Und die brennende Frage unserer Zeit lautet, ob wir den Wandel zu unserem Freund statt zu unserem Feind machen können. Kennt jemand das Zitat? Es war Bill Clinton, der das sagte. Die heutige Ausstellung steht, wie schon gesagt, im Zeichen des Wandels. Wir alle kennen Wandel. Wir alle sind vom Wandel der Zeit betroffen, manche noch mehr, manche noch weniger. Dennoch, er ist uns allen präsent. Der Wandel der Zeiten nimmt uns alle immer wieder ein. Unsere Gesellschaft macht mittlerweile fast täglich Wandlungen durch. Politisch sehen wir uns mit immer neuen Umbrüchen konfrontiert. Im Inland wechselt ein Bundespräsident, im Ausland schauen wir dem Verfall unseres Geldes zu. Ökologisch nehmen wir permanent Wandlungen hin. Erinnern Sie sich, ein Winter dauert bei uns heutzutage knapp 14 Tage. Früher war es alles viel länger. Wenn heute ein wenig Schnee fällt, nennen wir es gleich ein Unwetterchaos. Einst benutzte man noch eine Schreibmaschine und wenn man von A nach B fuhr, war man einfach nicht erreichbar. Jetzt klingeln Mobiltelefone durchgängig und die Computer, die damals ganze Räume einnahmen, passen heute ins Portemonnaie. Galt der Respekt einst als gesellschaftlicher Konsens, so sieht man sich heute einem enorm gestiegenen Gewaltpotenzial gegenüber. Dieses Jahr, 2012, ist das Jahr des Wassermanns. Und das auch noch im Wassermann-Zeitalter. Veränderungen stehen an und werden, ob gewollt oder nicht, vollzogen. Wissenschaftlich, esoterisch, religiös oder politisch. Die Welt wandelt sich. Zu was sich dieser Wandel vollzieht, ist für keinen von uns absehbar. Aber dass er sich vollzieht, das spüren wir. Jeder von uns ist immer wieder aufs Neue verpflichtet, sich diesem Wandel zu stellen. Iris Weißschuh versteht es in ihrer Kunst auf einzigartige Weise, uns diese diversen Themen immer wieder vor Augen zu führen. Sei es der Verfall der Umwelt, die Gewalt oder die Überforderung durch Technologie. Nicht nur die Künstlerin beschäftigt sich mit diesen Themen, sie gibt uns auch die Aufgabe, diese immer wieder wahrzunehmen und zu bearbeiten. Es ist nicht nur für die Kunst, sondern auch für eine Gesellschaft wie die unsere von unerlässlicher Priorität, Themen der Zeit zu erkennen und anzufassen. Deutschland nennt sich eine Kulturnation. Nehmen wir diesen Namen noch einmal wieder ernst. Kulturschaffende haben in unserem Land die Möglichkeit, uns aufmerksam zu machen. Geben wir ihnen also eine Chance. Lassen sie uns aufmerksam sein. Einige Werke der Ausstellung werden Ihnen melancholisch erscheinen, werden Sie eventuell traurig stimmen oder mit Trauer konfrontieren. Andere zeigen eine Lösung auf, zeigen einen Weg, der gegangen werden kann, um den Wandel zu vollziehen. Wieder andere zeigen die prominenten Themen der heutigen Zeit. Die Werke zeigen eine stringente Entwicklung, standen einst eigene Emotionen, eigene Suche im Vordergrund, entwickelten sich schnell Fragen und Themen der Gesellschaft. Der Mensch und sein Umfeld drangen in den Vordergrund. Iris Weißschuh agiert im Spannungsfeld zwischen Mensch und Wandel. Sie versteht es, den Menschen und seine Umwelt darzustellen und eine Beziehung zwischen beiden herzustellen. Intuitiv findet sie Ausdrucksformen in ihrer Kunst, um die Kräfte, die auf uns wirken, abzubilden. Kraftvolle Bilder präsentieren das unbewusste Zusammenspiel aus Kopf und Bauch in ihrer Kunst.
Sie selbst beschreibt die gemeinsame Arbeit von Kopf und Bauch wie auf einem Boot. Ohne Steuermann, aber doch mit festem Ruder. Wenn wir heute ihre Bilder betrachten, sollten wir nicht nur unseren Sehnerv bemühen, sondern uns auf das Bild und die individuelle Geschichte einlassen. Ein Bild kann uns farblich gefallen, das Motiv nett, angenehm oder abschreckend wirken. Aber nachdem unsere Augen die Oberfläche wahrgenommen haben, starten unsere Emotionen. Ein Bild erzählt jedem eine andere Geschichte, vermittelt eine andere Stimmung und macht für jeden von uns eine andere Aussage. Iris Weisschuh macht keine Vorgaben. Sie bietet dem Betrachter einen Ausschnitt an und lädt dazu ein, die eigenen Gedanken erzählen zu lassen. Wir, die Betrachter, haben heute eine eigentlich sehr einfache Aufgabe. Die Künstlerin bietet ihre Bilder zum Betrachten an. Wir haben nicht mehr zu tun, als hinzusehen. Allerdings sollten wir uns frei machen und offen sein für das, was geboten wird. Unsere Erwartung und unsere eigenen Vorstellungen für eine kurze Zeit zurückstellen und die Arbeit, die künstlerische Leistung sowie die Gedanken von Iris Weisschuh auf uns wirken lassen. Offene, respektvolle Betrachter sind bei Iris Weisschuh immer willkommen. Offene Menschen, die bereit sind, eigene Meinung zu vertreten, Mut haben, Ungewöhnliches zu entdecken und immer auch tolerant bleiben und andere Haltung akzeptieren können. Ich wünsche Ihnen heute früh und natürlich in den kommenden Tagen viel Zeit, Lust und Muße beim Betrachten der ausgestellten Werke und möchte mit einer kleinen Anekdote aus dem Bildungswesen schließen. Ein Philosophieprofessor händigte die Unterlagen für das Abschlussexamen aus und verursachte einige Verwirrung bei den Studenten. Einer von ihnen sprang auf und rief: "Aber Herr Professor, das sind ja die gleichen Fragen, die Sie uns bei der letzten Klausur gestellt haben." "Stimmt", sagte der Professor, "aber die Antworten haben sich geändert." Vielen Dank.